Vielleicht erstmal sozusagen einleitend das schwer verständliche Wort Konchylien. Also in der Naturkunde des 18. Jahrhunderts sind die Konchylien ein Oberbegriff für die Schnecken und Muscheln, beziehungsweise für die Schalen von Schnecken und Muscheln. Und ein weiteres synonymes Wort dazu, was dann sozusagen in einigen Kontexten eher gebräuchlich ist, das der Testacea oder Testaceae. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hat die Konchylienkunde als Teilgebiet der Naturgeschichte eine enorme Popularität erlebt in Europa, die eng mit den ästhetischen Qualitäten zusammenhing, die eben diesen Konchylien zugeschrieben wurden, die oftmals aus kolonial besetzten Gebieten stammten und in Europa deswegen einen hohen Seltenheitswert hatten. Und es entstanden dann umfangreiche, zumeist private Sammlungen und auch ein reger Handel mit den Konchylien. 1744 erschien mit der Testaceo Theologia, hier oben links im Bild, ein Ausschnitt aus dem Titelkupfer, von Friedrich Christian Lesser ein Buch, das den theologischen Bezug der naturkundlichen Beschäftigung mit diesen Konchylien in den Vordergrund stellte und eine weite Verbreitung im deutschsprachigen Raum gefunden hat. 1760 folgte dann mit den kleinen Beiträgen zur Testaceo Theologie von Johann Hieronymus Chemnitz eine Sammlung von 5-Cent-Scheiben zum gleichen Thema. Und das ist deswegen sozusagen bemerkenswert, weil sowohl Lesser als auch Chemnitz zu den Mitgliedern der Leopoldina, beziehungsweise damals sozusagen noch unter dem langen Namen Academia Caesarea Leopoldino Carolina Naturae Curiosorum firmierenden Akademie gehörten. Und zu dieser Akademie gesellte sich 1776 mit Johann Samuel Schröter dann noch ein weiterer Theologe, der sich ebenfalls umfangreich mit dem Thema Konchylienkunde beschäftigt hat. Dabei allerdings auffälligerweise die physikotheologischen Themen, also die Verbindung von Naturkunde und Theologie, nicht so sehr in den Mittelpunkt stellte, sich diesem Thema aber in einigen separaten Schriften trotzdem widmete. Im Folgenden soll es darum gehen, anhand von Lesser, Chemnitz und Schröter sowie ihren Schriften, genau, die Testaceo-Theologie, also diese theologisch kontextualisierte Beschäftigung mit Konchylien als spezifischen Fall von Physikotheologie zu untersuchen. Und hierbei werde ich zunächst also die Mitgliedschaft dieser drei Personen in der Leopoldina betrachten, um zu verstehen, wie sich sozusagen diese theologisch bezogene naturkundliche Arbeit in die Aktivitäten der Leopoldina einfügt, die sich ja damals noch in erster Linie als eine Gemeinschaft naturforschender Ärzte verstanden hat. Anschließend soll es dann darum gehen, zu fragen, welche Rolle Religiosität für die konkrete naturkundliche Praxis der Konchylienkunde spielte. Also in der Auseinandersetzung mit Objekten, die in einem besonderen Maße als schwer zu systematisieren galten, die finanziell recht wertvoll waren und die als ästhetisch ansprechend galten. Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzung ist eine Feststellung von Anne-Charlotte Trepp, die mal sehr pointiert gesagt hat, dass die Grundlage der Physikotheologie im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert die wiederholte sinnliche Erfahrung im Sinne einer aufmerksamen Betrachtung der überall in der Schöpfung wirksamen göttlichen Allmacht und Fürsorge sei. Kurz also zu der Frage der Mitgliedschaft von Lesser, Chemnitz und Schröter. Vielleicht einführend nochmal eine kurze Zusammenfassung zur Leopoldina insgesamt. Also die Leopoldina wird 1652 in Schweinfurt gegründet, erhält diesen Namen aber erst dann eigentlich durch die kaiserliche Privilegierung 1867, nämlich durch Leopold I. Und generell wird sozusagen im deutschsprachigen Raum dann auch eher von der Kaiserlichen Akademie der Naturforscher gesprochen im 18. Jahrhundert. Die Leopoldina versteht sich von Anfang an eben vornehmlich als eine Akademie forschender Ärzte. Und das ist sozusagen auch ein zentrales Merkmal, mit dem sie sich von anderen frühneuzeitlichen Akademien unterscheidet,
die eben etwas heterogener aufgestellt waren von der angezielten Klientel. Und sie unterscheidet sich auch insofern von anderen Akademien, dass sie eben keinen Wirkungsort hat, an dem sich besonders viele Mitglieder versammeln würden, sondern die Akademie verlagert ihren Sitz immer an den aktuellen Wirkungsort ihres jeweiligen Präsidenten. Der unmittelbare Austausch von Mitgliedern spielt also in diesem Konzept von Akademie erstmal eine etwas untergeordnete Rolle. Vielmehr besteht die Hauptaktivität der Leopoldina in dieser frühen Zeit in der Herausgabe einer Zeitschrift, die ab 1760 unter wechselnden Titeln erscheint und zuerst Miscellanea Curiosa heißt. Trotz dieser dezentralen Struktur besitzt die Akademie ab 1731 eine eigene Bibliothek und Naturaliensammlung, die also zunächst in Nürnberg gegründet wird und dann aber eben aufgrund dieser Besonderheit der Wirkungsortverlagerung dann 1736 nach Erfurt umzieht und dann 1805 von dort nach Erlangen. So viel kurz sozusagen dazu, damit man versteht, wie überhaupt die Akademie sich in dieser Zeit gestaltet hat. Wie wird man nun Mitglied in dieser Akademie? Also trotz der Zielsetzung der Akademie, vor allem Ärzte als Mitglieder zu gewinnen, lässt sich also eine Vielzahl anderer Professionen unter den damaligen Mitgliedern nachweisen, die allerdings im Vergleich zu den Medizinern einen geringen Teil letztlich nur ausmachen. Jakob Schilling hat dazu im Rahmen von prosopographischen Studien mehr und detailliert zugearbeitet. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nur ganz kurz sozusagen hervorheben, dass diese anderen Mitgliedergruppen, also seien es Theologen oder Juristen oder eben andere Berufsgruppen wie Apotheker, nicht in irgendeiner Weise besonders hervorgehoben oder kritisch diskutiert werden in der Akademie. Und dementsprechend ist es also auch so, dass als Lesser, Chemnitz oder Schröter in die Akademie aufgenommen werden, zwar natürlich in den akademieinternen Dokumenten vermerkt wird, dass es sich dabei um Theologen handelt und an welchen Kirchen die sozusagen tätig sind und welche genauen Funktionen die wahrnehmen. Das ist aber sozusagen auch bei den Medizinern und bei allen anderen Berufsgruppen auch so. Also es gibt keine besondere Hervorhebung dieses Umstands, dass es sich eben um drei Theologen handelt, also zumindest auf institutioneller Ebene. Wo man aber eine Besonderheit ausmachen kann, das betrifft den Punkt der Beinamen. Und zwar ist es so, dass jedes neue Mitglied der Leopoldina damals einen akademieinternen Beinamen enthält. Und bei diesem Beinamen ist es so, dass sich die zunächst vor allem auf die griechische Mythologie bezogen, dann aber später auch vermehrt auf antike Naturphilosophen und Ärzte. Und so ist es also, dass Lesser bei seiner Aufnahme den Beinamen Aristomachus erhält. Und das ist vermutlich ein Verweis auf einen antiken Bienenforscher, der bei Plinius erwähnt wird. Das passt sozusagen insofern, weil Lesser zum Zeitpunkt seiner Aufnahme an seiner Insektotheologie arbeitet. Und das ist insofern jetzt auffällig, dass dieser Beiname Aristomachus in den folgenden Jahren noch zwei weitere Male vergeben wird. Nämlich einmal an Jakob Christian Schäfer, einen weiteren Theologen, der allerdings eher so im Bereich Botanik tätig ist. Und an eben den schon erwähnten Johann Hieronymus Chemnitz, der eben auch Theologe war, wie bereits erwähnt. Sodass es also nahe liegt, dass in diesem Fall der gemeinsame theologische Hintergrund dieser drei Mitglieder dazu geführt hat, dass sie eben den gleichen Beinamen erhalten haben. Schröter ist in dem Fall dann wieder die Ausnahme, denn der erhält den Beinamen Olympiodorus IV., der vorher noch nicht, also Olympiodorus wurde vorher nicht für Theologen verwendet. Da ist sozusagen aber der Moment eines Präsidentenwechsels zwischen. Also während Aristomachus 1 bis 3 alle noch unter Andreas Elias Büchner Mitglieder der Leopoldina geworden sind, ist also die Aufnahme von Schröter als Olympiodorus schon unter Büchners Nachfolger Ferdinand Jakob Bayer. Also das kann also sozusagen auch dadurch erklärt werden, dass einfach unter Bayer es ein anderes Verständnis davon gab, welche Bedeutung diesen Beinamen zugemessen werden sollte.
Wie gesagt, die Zeitschrift ist besonders wichtig für die Leopoldina als dezentrale Akademie. Und hier ist es dann auffällig, dass die drei Personen, um die es jetzt hier eben geht, Lesser, Chemnitz und Schröter, sich eigentlich bis auf eben einen Beitrag von Chemnitz gar nicht an diesen Zeitschriften beteiligt haben. Also es gibt eben einen Beitrag von Chemnitz, der sich bezeichnenderweise eben auch mit Kontilien beschäftigt, nämlich, also hier wird eben das, Sie sehen den Verweis, das Synonym zu Kontilien Testaceae benutzt. Und hier geht es in dem Beitrag also um eine großzügige Spende von Chemnitz für die Sammlung der Leopoldina. Und zwar hat er 200 Schneckenschalen der Gattung Chiton damals gespendet für die Sammlung. Aber wie gesagt, das ist der einzige Beitrag, den Chemnitz in dieser Zeitschrift veröffentlicht hat. Und die anderen beiden haben eben gar nichts beigetragen. Das ist aber jetzt insofern auch nicht sehr ungewöhnlich, weil es auch durchaus andere Mitglieder gibt, die jetzt nicht Theologen waren, die auch nichts zu den Zeitschriften geschrieben haben. Dann haben aber eben alle drei ja außerhalb der Zeitschrift publiziert. Und da ist es jetzt so, dass für die Leserschaft des 18. Jahrhunderts diese hauptsächlich eben physikotheologischen Schriften oder eben auch, ja, also nicht, also sie haben natürlich nicht nur physikotheologische Schriften publiziert, aber eben diese Schriften, egal ob sie nun physikotheologisch sind oder nicht, waren für die Leserschaft des 18. Jahrhunderts eben trotzdem, auch wenn es jetzt nicht sozusagen offizielle Akademiepublikationen waren, trotzdem zu einem gewissen Grad mit der Leopoldina als Akademie verbunden. Denn Lesser weist zum Beispiel auf dem Titelblatt seiner Testatio Theologia sich selbst ganz klar als Mitglied aus. Ich gehe dazu noch mal ein paar Folien zurück, damit Sie das Titelbild noch mal kurz sehen, links oben. Also direkt über dem Titel steht er sozusagen als Mitglied der kaiserlichen Academia Naturae Curiosorum. Und bei Chemnitz und Schröter gibt es diese Verbindung zwar nicht auf den Titelblättern, aber sie gehören sozusagen als Publikationen trotzdem oder sie sind trotzdem erkennbar als Publikationen aus dem Kontext der Akademie, weil sie entweder Akademiemitgliedern wie zum Beispiel Johann Joachim Lange oder Lorenz Spengler gewidmet waren oder die eben im Text direkt adressiert wurden von den Autoren. Also für die Leser damals war es sozusagen klar ersichtlich, dass diese Schriften irgendetwas mit der Leopoldina zu tun haben. So, das ist jetzt sozusagen die institutionelle Seite. Man sieht also, es gibt auf der einen Seite wenig Möglichkeiten, da wirklich eine klare Grenzziehung zu ziehen zwischen den ja, Theologen, die Naturforschung betreiben, und den Ärzten, die Naturforschung betreiben, weil eben letztlich ja, das nicht besonders diskutiert oder hervorgehoben wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben diese Schriften der entsprechenden Personen für die Leser irgendwie zur Akademie dazugehören und dementsprechend Physikotheologie auch als ein Thema im Diskurs auftaucht, was irgendwie zur Leopoldina gehört. Was heißt es nun für die naturkundliche Praxis oder inwieweit sozusagen religiöse Aspekte für naturkundliche Praxis relevant? Die neuere Forschungsliteratur hat ja herausgearbeitet, dass man anhand der allgemeinen Literatur zur frühneuzeitlichen Sammlungspraxis eigentlich schon erkennen kann, dass eben das naturkundliche Sammeln stark von religiösen Bezügen geprägt war. Besonders einschlägig ist in dieser Hinsicht zum Beispiel die Museographia von Caspar Friedrich Neike, wo das Kabinett explizit als Ort der religiösen Besinnung charakterisiert wird. Und sozusagen ausgehend von diesem eher allgemeinen Befund stellt sich die Frage, ob und inwieweit eine religiöse Prägung neben einer, sagen wir mal, allgemeinen Kontextualisierung sich auch auf konkrete einzelne Vorgehensweisen und Praktiken der Naturkunde bezog. Diesbezüglich soll es jetzt um drei Tätigkeitsfelder gehen, beziehungsweise um Äußerungen über Tätigkeitsfelder mit Bezug auf die Kontilienkunde. Da ist zum ersten die systematische Ordnung, die also das vorrangige Ziel der Kontilienkunde als Teil der Naturgeschichte des 18. Jahrhunderts ist. Das heißt, man sucht nach einem
System, nachdem man die Arten von Kontilien unterscheiden und ordnen kann. Das zweite Feld ist der Handel mit Kontilien, der sozusagen wichtig ist, um überhaupt naturkundliche Sammlungen aufzubauen. Und hier spielt eben, wie gesagt, eine Rolle, dass es zuweilen hohe Preise sind, die dafür einzelne Objekte bezahlt werden müssen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Aufbau von naturkundlichen Sammlungen. Und das dritte Feld ist die ästhetische Rezeption der Objekte, die nämlich im Fall der Kontilienkunde eigentlich alle Aspekte der naturkundlichen Praxis von der Beschreibung und Ordnung hin bis zur bildlichen Darstellung und der Anordnung in Sammlungsräumen durchdringt. Also man kann eigentlich keinen Text über Kontilienkunde im 18. Jahrhundert lesen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise von den Autoren auf ästhetische Qualitäten von Objekten rekurriert wird. Und deswegen ist das sozusagen ein sehr zentraler Punkt auch jetzt in dieser Betrachtung. Zur Systematisierung. Also wie gesagt, es geht darum, die richtige Ordnung für Arten und Gattungen zu finden. Und diese Bestrebungen führen also dazu, dass es Mitte des 18. Jahrhunderts eine Vielzahl von einander widersprechenden Ordnungssystemen in der Kontilienkunde gibt, nach denen eben Sammlungen angeordnet werden, die dann eben auch immer wieder durch die Beschreibung neuer Objekte erweitert und umgestaltet werden müssen. Und in diesem Zusammenhang steht also oder ist auch das Kapitel der systematischen Ordnung zu verstehen, die sich eben in Lessers Testatio Theologia von 1744 finden lässt. Und dabei ist zum einen herauszuheben, dass es eben auch das tatsächlich das umfangreichste Kapitel dieses Buches ist. Also es sind 349 Seiten von 984 in der ersten Auflage. Ich glaube, in der zweiten Auflage ist es tatsächlich, ist das Ungleichgewicht sozusagen noch etwas größer. Und es lässt sich dann feststellen, dass Lesser, also wie die meisten seiner Zeitgenossen, auf eine sogenannte naturgemäße Einteilung oder Systematisierung abgezielt hat, die Mannigfaltigkeit der Kontilien möglichst genau widerspiegeln sollte. Und das heißt im Endeffekt, dass es eine Tendenz gibt, Arten eher kleinteilig und detailliert zu definieren. Das heißt eher weniger stark zu abstrahieren, sondern eher immer noch eine weitere Unterart einer Art in das System einzuschreiben. Und zugleich ist aber eben diese Idee der Vielfalt und Mannigfaltigkeit bei ihm ganz eng mit der Idee verbunden, dass sich Gottes Allmacht in der Natur auf diese Weise manifestiert. Das heißt, einerseits sieht man eben aus der Mannigfaltigkeit der Natur die Allmacht Gottes und andererseits ist eben diese Mannigfaltigkeit sozusagen abbildungswürdig, sodass man eben eine naturhistorische Systematik entsprechend kleinteilig gestaltet. Chemnitz und Schröter haben eigentlich noch viel, viel mehr als Lesser zu den systematischen Aspekten der Kontilienkunde publiziert und auch über einen deutlich längeren Zeitraum. Allerdings berufen sie sich und sie berufen sich dabei ebenfalls auch auf die Vielfalt als Zeichen für Gottes Macht, aber es besteht kein so expliziter Zusammenhang zur Art und Weise, wie die naturhistorische Systematik zu gestalten ist. Es ist vielmehr so, dass beide, also sowohl Chemnitz als auch Schröter, stärker problematisieren, in was für einem dürftigen Zustand sich ihrer Meinung nach die naturhistorische Systematik in Bezug auf die Kontilien befindet. Und beide sehen also die Ursachen für diesen schlechten Zustand im Verhalten der Naturforscher. Nach Chemnitz ist es so, dass die Naturforscher eben ihre Arbeit nicht genügend auf die Erkenntnis Gottes ausrichten und eben auch die Arbeiten ihrer Vorgänger nicht genügend zur Kenntnis nehmen. Und Schröter, der sogar einen eigenen Text zu diesem ganzen Problem geschrieben hat unter dem Titel »Haben wir auch ein vollständiges System der Natur zu hoffen?« der schreibt also in diesem Text, dass die aktive Konkurrenz
der Naturforscher untereinander, also kriegsähnliche Zustände, angenommen hätte, die mit der christlichen Moral eigentlich nicht zu verbinden seien und die dementsprechend auch abgeschafft werden müssten. Dass diese theologischen Bezüge trotz der inhaltlichen Unterschiede nicht irgendwie relativ beliebig sozusagen sind, wird durch eine weitere Passage bei Chemnitz deutlich, die sich an seine Forderung anschließt, auch das Innere der Konzilien durch Durchsägen oder Abschleifen der Objekte zugänglich zu machen und in die Systematik mit einzubeziehen. Also er sagt sozusagen, man müsste auch die inneren Merkmale der Schalen eben betrachten und dann könnte man die Schnecken noch besser dadurch systematisieren. Und hier ist es tatsächlich so, dass er die theologische Kontextualisierung dieser Praxis mitten im Satz abbricht und sich bei seinem Adressaten sozusagen auch dafür entschuldigt, dass die Analogie an dieser Stelle letztlich zu offensichtlich wäre. Ja, also es ist nicht so, also das soll jetzt sozusagen das Beispiel dafür sein, es ist nicht so, dass einfach wild alles theologisiert wird sozusagen von diesen Autoren, sondern es gibt durchaus auch eine Grenze, wo die sagen, naja, es sozusagen, es darf nicht zu beliebig und zu offensichtlich sein. Ein weiterer Punkt, um nochmal sozusagen die enge Bindung aufzuzeigen von Physikotheologie zur naturkundlichen Praxis in der Konzilienkunde, ist die enorme Reichweite von Lessers Testatio Theologia. Noch 1769, also 25 Jahre nach der ersten Publikation, schreibt also Friedrich Wilhelm Heinrich Martini in seinem neuen systematischen Konzilienkonzept, dass die Testatio Theologia, also die gewöhnliche Zuflucht deutscher Liebhaber geworden sei. Also das ist sozusagen ein Ausdruck, um zu zeigen, wie weit verbreitet dieses Buch letztlich im deutschsprachigen Raum war. Und obwohl Martini also die Systematik, die Lesser erarbeitet hat, also wirklich stark kritisiert, sieht er sich aufgrund der starken Verbreitung des Buches doch letztlich dazu genötigt, das alles mit in seine Synonyme mit aufzunehmen, weil er eben genau weiß, dass die Leser in der Regel diese Testatio Theologia von Lesser bei sich im Regal stehen haben werden. Und man muss in dem Zusammenhang auch hervorheben nochmal, dass obwohl Martini die Systematik sozusagen kritisiert, er doch positiv hervorhebt, dass eben bei Lesser die ältere Literatur, die zum Teil schwer erhältlich war auf dem deutschen Buchmarkt, doch sehr gut zusammengefasst ist. Und das ist tatsächlich auch ein Umstand, der in den meisten Rezensionen zur Testatio Theologia als ein sehr positiver Aspekt hervorgehoben wird, während zum Beispiel die theologischen Aspekte in der Regel, also die werden nie kritisiert. Ja, also es gibt also in den Rezensionen nie einen kritischen Reflex darauf, dass da theologische Arbeit stattfindet, sondern es gibt eigentlich immer nur dieses Lob, das gut die verfügbare Literatur zusammenfasst. Das Buch ist also weit verbreitet und das führt auch dazu, beziehungsweise es führt nicht dazu, aber es gibt den interessanten Umstand, dass auch im Kontext der Konziliensammlung der Leopoldina, also diese Testatio Theologia, eine herausragende Rolle spielte. Zwischen 1759 und 1762 entstand im Kontext der Akademiesammlung ein Manuskript, in dem Abbildungen von Konzilien aus der Sammlung der Akademie und in zwei Fällen auch aus einer anderen Sammlung zusammengetragen wurden und mit Exzerpten aus der damals erhältlichen Literatur kombiniert wurden. Sie sehen hier auch ein Bild aus diesem Manuskript. Und hier ist es so, dass obwohl also fast alle grundlegenden Schriften der Konzilienkunde in der Bibliothek der Leopoldina verfügbar waren, es doch auffällig oft der Fall ist, dass in der ersten Zeile einer Manuskriptseite eben Lesser referenziert wird. Das heißt, der erste Handgriff ging sozusagen dann zur Testatio Theologia. Und ich habe das hier mal auszählen lassen.
Also auf 162 Seiten von 560 ist es eben so, dass Lesser an erster Stelle steht auf diesen Manuskriptseiten. Und dann sehen Sie eben, was folgt. Linné zum Beispiel, der immer so als Umbruch auch gilt in der zoologischen Systematik, kommt also weitaus später erst sozusagen. Also der Griff ging eben in vielen Fällen zuerst zur Testatio Theologia in diesem Fall. Genau, und gerade eben diese beiden Punkte, also sowohl eben die Rezeption oder die Hinweise zur Rezeption bei Martini als eben auch die Verwendung im Kontext der Leopoldina-Sammlung zeigen eben doch, und auch die positiven Rezensionen zeigen eben doch, wie eng die testatio-theologischen Schriften mitsamt ihrer moralischen Kritik von naturkundlicher Praxis, also zum Beispiel, dass die Gelehrten sozusagen sich nicht gegenseitig gebührlich zur Kenntnis nehmen und so weiter, eben mit der systematischen Praxis in der Naturkunde verbunden waren. Zum zweiten Punkt, Sammlungsaufbau, werde ich jetzt nur ganz kurz was sagen, aus Zeitgründen und auch, weil die Thematik relativ komplex ist. Also vielleicht als Punkt, der jetzt nicht auf der Folie steht, ganz kurz. Also zum einen ist es so, dass der ganze Handel mit Konzilien in Europa grundlegend abhängt von christlichen Missionen, zum Beispiel in Südasien, also zum Beispiel die Herrnhuter-Mission oder die dänisch-englisch-hallische Mission. Das hat also zum Beispiel Thomas Ruhland sehr detailliert aufgearbeitet, inwiefern sozusagen die Missionsarbeit zusammenhängt mit dem Naturaliensammeln und dem Handel der Naturalien nach Europa. Also es gibt schon von vornherein sozusagen einen religiösen Kontext für die Art und Weise, wie diese Objekte nach Europa kommen. Und dann lässt sich eben feststellen, dass Lesser, Chemnitz und Schröter in verschiedener Weise eben die Moralität dieses Konzilienhandels in Europa bemängeln. Also Lesser zum Beispiel beklagt den Wucher, den vor allem holländische Händler mit Konzilien betreiben. Chemnitz und Schröter dagegen, die thematisieren vornehmlich, dass der materielle und zeitliche Aufwand, größere Sammlungen anzulegen, eben in Konflikt mit den privaten Verhältnissen der Sammler stehen und fordern in dem Zusammenhang tatsächlich, dass die Sammler sich selbst beschränken sollen in ihrer Tätigkeit, dass sozusagen das nicht überhand nimmt und zu viel ausgegeben wird für diese Objekte. Und es findet sich auch ein interessanter Vorwurf, und das eben nicht nur bei den bisher genannten Autoren, sondern eben auch bei Karl von Linné, dass die Begierde nach dem Besitz von besonders wertvollen Konzilien eben dazu führen würde, dass innerhalb der Systematik unnötig neue Arten eingeführt werden würden. Das heißt also, die Naturforscher, die eben ein besonders seltenes oder besonders schönes Objekt haben, würden eben dazu neigen, das dann als eine eigene Art noch möglichst zu deklarieren, um also das nochmal besonders hervorzuheben oder besondere Unterarten dafür zu bilden. Und das wäre eben sozusagen auch ein Verhalten, das moralisch eben fragwürdig wäre. Ich komme zum letzten größeren Punkt, nämlich zur ästhetischen Rezeption. Also wie gesagt, die Schönheit der Objekte ist eines der Kernthemen der Konzilienkunde und auch eng mit der Frage der systematischen Ordnung verbunden, weil eben die Beschreibungen von Konzilien zumeist auch auf ästhetische Qualitäten rekurrieren. Und dabei wurden neben der artspezifischen Form, der Farbe und der Musterung in vielen Fällen auch individuelle Eigenschaften von Sammlungsobjekten beschrieben. Und auch in diesem Kontext lassen sich eigentlich religiöse Verweise bei fast allen Autoren des 18. Jahrhunderts finden. Lesser ist hier ein Sonderfall, weil er sich besonders umfangreich und detailliert mit der Frage der Schönheit der Konzilien beschäftigt, indem also ein eigenes Kapitel widmet, wo er versucht, die Muster systematisch zu kategorisieren
Und er versteht Schönheit dabei als ein geistiges Phänomen, das eben wiederum eng mit Gott oder der Erkenntnis von Gott verbunden ist. Denn laut Lesser verleitet also die Schönheit, die man eben im Angesicht dieser Konzilien sieht, geradezu automatisch zu Gottes Liebe. Andererseits warnt er eben davor, dass man diese Schönheit auch nicht für Hoffart oder Übermut missbrauchen darf. Also vielmehr soll eben die große und eben auch den Tod der Objekte überdauernde Schönheit der Konzilien als Mahnung an die Menschen dienen, dass sie sich nicht zu viel auf ihre eigene Schönheit einbilden, und sondern sich eben auf die innere Schönheit durch den Glauben besinnen. Lesser spricht hier in diesem Zusammenhang auch er entwirft ein sehr spezifisches Bild am Ende dieses Kapitels, in dem es um die Farben weiß und rot geht, die in einer regelmäßigen Form angeordnet sind. Das hat sich mir bisher leider noch nicht ganz erschlossen, wo diese Farbsymbolik herkommt. Wenn also jemand von Ihnen da einen heißen Tipp hat, bin ich sehr dankbar für eine Anmerkung. Bei Chemnitz ist es so, dass und auch bei Schröter, dass diese Schönheitsthematik nicht in diesem, in dieser Detailtiefe ausgedeutet ist wie bei Lesser, sondern es ist wiederum so, dass eben der Bezug halt zwischen Schönheit und Lebenswandel eine zentrale Rolle spielt. Chemnitz beschreibt selbst seine eigenen Konzilienstunden als eine Recreatio mentis et oculi, also als eine Entspannung des Verstandes und der Augen, der er sozusagen nachgeht, in seinen Ruhestunden nachgeht, um sich von seiner Arbeit zu erholen und die sozusagen durch die Auseinandersetzung mit Schönheit, Gleichmäßigkeit und Mannigfaltigkeit ihn dann sozusagen immer weiter zur Bewunderung Gottes führen, auch wenn er eben von seinen anderen Arbeiten schon längst ermüdet ist. Und dabei ist es auch interessant nochmal zu sehen, dass für Chemnitz die Konzilien auch Objekte sind, die als Konversationsobjekte funktionieren. Das heißt, Besucher in seiner Sammlung sozusagen, die starten also dann mit ihm mit Verweis auf bestimmte Objekte, naturkundliche und religiöse Konversationen. Oder er kann sozusagen anhand von den Konzilien, die er in der Sammlung hat, auf diese Themen sozusagen das Gespräch lenken. Genau, ich komme zum Schluss. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass sich hinsichtlich der Akademiemitgliedschaft und auch der Beschreibung der Praktiken der Naturkunde im Fall der Konzilienkunde eigentlich eine kaum aufzutrennende Verbindung von religiösen und naturkundlichen Aktivitäten feststellen lässt. Bezüglich der Mitgliedschaft lassen sich keine größeren Auffälligkeiten feststellen. Es zeigen sich also weder Besonderheiten im Kontext der Aufnahme von Theologen in die Akademie, noch kann die geringe Beteiligung an der Akademiezeitschrift als besonders ungewöhnlich herausgestellt werden, weil sich eben auch viele weitere Mitglieder in der Akademie, die keine Theologen sind oder waren, finden lassen, bei denen es sich ähnlich verhält. Vielmehr kann der Umstand, dass die Mitgliedschaft von Theologen eben nicht kritisch diskutiert wurde, sowie der Umstand, dass sich eben diese Theologen explizit auch in den Publikationen auf die Akademie bezogen, ohne dass das auch wiederum zu einer Diskussion geführt hätte, so gedeutet werden, dass die Mehrheit der Akademie religiöse Fragen als Teil der naturkundlichen und medizinischen Normalität verstanden haben. Also es gab sozusagen kein Problem an dieser Stelle, was diskussionswürdig gewesen wäre. In Bezug auf die naturkundliche Praxis lassen sich die Äußerungen, die ich jetzt hier kurz vorgestellt hatte, also ich habe das aus Zeitgründen ohne Zitate gemacht, wir können die gerne in der Diskussion noch nachreichen, die sind also irgendwo in der Folie, und wenn Sie also zu irgendeinem Thema noch eine Nachfrage haben und ein Zitat hören wollen, dann finden wir das relativ schnell. Also bezüglich der historischen Praxis ist es so, dass die religiösen Aspekte eben nicht nur darin bestanden, dass man Naturphänomene theologisch ausdeutet oder eine Kontemplation mit dem Ziel einer frommen Lebensführung anregt,
sondern dass die naturkundliche Praxis selbst als Teil des eigenen Lebens mit in die religiöse Reflexion mit einbezogen wird und mit christlichen Moralvorstellungen abgeglichen wird. Und das ist eben nicht nur eine allgemeine Kontextualisierung, sondern konkret auf einzelne Praktiken und konkrete Eigenschaften von Einzelobjekten bezogen und weist eben darauf hin, dass abgrenzende Unterscheidungen wie Wissenschaft und Religion oder auch Naturgeschichte und Physikotheologie die Situation im 18. Jahrhundert eigentlich auf der praktischen Ebene nicht wirklich erfassen. Vielmehr würde ich sagen, ist es so, dass physikotheologische Schriften nur in besonders expliziter Weise das reflektieren, nämlich die religiösen Aspekte von Naturkunde, was andernorts weniger deutlich artikuliert wird, aber dennoch weit verbreitet war. Insofern könnte man sozusagen auch zugespitzt sagen, dass eben die Physikotheologie auch eine frühe Form von Wissenschaftsreflexion dargestellt hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Rückfragen und die anschließende Diskussion.